Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lucifer's Call oder auch Schmiger. Man nennt sie Lucifer's Call oder auch Nocturne. Wir werden uns in diesem Part um Sakahagi kümmern. Der scheinbar dieses Hokyon Hachikopanyon Dingenskirchen an sich genommen hat. Es ist ja nett, Besuch zu bekommen, aber das ist einfach lächerlich. Du auch wie? Du hättest es dir besser zweimal überlegen sollen, hierher zu kommen. Sie sind alle hinter dem Magatsugi her, aber dann merken sie, dass es bereits zu mir gehört. Vor nicht allzu langer Zeit ist hier ein Mädchen aufgetaucht. Ja, ich habe ihr eine Lektion erteilt. Eine schmerzhafte Lektion. Hab ich dir nicht gesagt? Ich lasse mich nicht von dem Boden benutzen. Ich habe so viel Magatsugi, dass ich derjenige sein werde, der sie benutzt. Nicht bloß irgendwelche Dämonen, auch die Starken. Deine Haut wird einen netten Mantel abgeben. Aha. Jo. Also dieses Gepiepe oder diese Soundeffekte mit den Augen hat das jetzt ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber naja, gut, okay. Wir haben hier unseren nächsten Boss, Cream Maker, glaube ich. Wie hieß er nochmal? Girin Mekala, ja, auch nah dran, aber. Wie uns gesagt wurde, dieser Boss, ist ein Boss, welcher physische Angriffe zurückwirft. Deswegen müssen wir mit Magie gegen ihn vorgehen. Der hat gar nicht mal so wenig HP, ist das Problem. Ich glaube 5000, irgendwie sowas in den Dreh sollte er haben. Auge der Bestie gehört auch nochmal zu seinem Repertoire. Oh, toll. Verbessert er auch noch seine Zielgenauigkeit? Ich glaub's nicht. Also dieser Boss ist schon ein bisschen nervig, wie ich finde. Vor allen Dingen, wenn er Auge der Bestie einsetzt. Und setzt das so oft ein, müsste ich schreien, aber das würde ich euch ungern antun. Aber solange ich wenigstens seine Bufferung entgegensetzen kann, sollte es mir erstmal recht sein. Kann er wenigstens nicht allzu viel anstellen. Ein Angriff pro Runde, das ist mir dann irgendwo auch egal. Ja, so wird das natürlich nervig. Also wieder ein Sekunder. Ein Gebet. Ein übersprungener Dionysus, weil es mir dann irgendwie doch nichts bringt. Sprich, eine kleine Taktikänderung. Entschuldigung, das wird jetzt laut gewesen sein. Ich habe aus Versehen das Mikro noch dagegen gehauen. Und dann eine Meditation, um möglichst mein Gebet immer aufrecht erhalten zu können. Das sollte eigentlich hier ziemlich okay sein. Ja, sowas negieren wir dann. Ist umso besser, wenn ich Dinge negiere. Dann hier noch meine Meditation. Denn je mehr MP ich bekomme, desto besser. Für solche Fälle habe ich wenigstens jetzt auch mit dem, mit scheinbar der Sammlerin, mit der Mannequin-Sammlerin, habe ich wenigstens jemanden, der, mir Chakra-Tropfe verkauft. Was, sehr gut ist wegen MP-Heilung. Ich überlege mir gerade auch, mir da 99 zu farmen. Das wäre zumindest, praktisch, so viel zu haben. Ah, Angriff ausgewichen. Also wie ihr seht, der Kampf ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Meditation macht sogar mehr Schaden als Matsu in dem Fall. Ich könnte ja mal Maragion probieren. Oh, 126, auch nicht unbedingt zu verachten. Aber nichts gegen meine 200
bis 400 HP Schaden, wenn ich wirklich zweimal treffe. Anschreien nach wie vor eine sehr schöne Technik. Einfach nur aus dem Punkt, dass ich, wie man ja immer sieht, es negiere. Solche Angriffe, finde ich, könnten Bosse öfter mal machen. Dafür kriegen sie von mir einen Daumen hoch. So, in der nächsten Runde muss ich mal wieder meine MP heilen. Sollte aber kein Problem sein. Ich kann ja jetzt einfach Dionysos Runde wieder überspringen und meine MP heilen. Die Remekala ist jetzt nicht so... keine allzu große Bedrohung bisher. Ich weiß nicht mehr, ob sich das noch irgendwie steigert, ich meine aber nicht. Von daher denke ich, wir sollten eigentlich ziemlich problemlos durch diesen Kampf kommen können. Zumindest gut wäre. So, wieder das, überspringen, nicht angreifen, das wäre schlecht. Das ist so das Schlimmste, was ich hätte machen können, ihn direkt angreifen, das wäre echt nicht gut geworden. Wie gesagt, ein Gegner, der physische Angriffe zurückwirft, ist definitiv nicht gut. Ich persönlich hasse solche Leute. Was daran liegt, dass ich lieber meine MP schone und angreife, aber das kann ich bei diesem Gegner leider nicht bringen. So, wieder ein Chakra-Tropf. Aber ich sag mal Tropf. Steht ja auch nicht mehr dazu. Ich meine, gut, klar, es ist irgendwo sinnvoll, Chakra-Tropfen zu sagen, aber dann wiederum, was bitteschön so ein Chakra-Tropfen sein. Ist ja nicht so, dass ich ein bisschen von meinem Chakra irgendwie abgeben kann und dann hier hast du das Tropfenform. Das war's auch schon für Giremekala. Aber im selben Moment taucht hier Sakahagi auf. Ja, wir müssen direkt im Anschluss an diesen Boss gegen Sakahagi vorgehen. Etwas, was ich sehr, sehr cool finde. Oder zumindest sehr schön gemacht, sagen wir es ehrlich. Dieser Gegner sollte für uns eigentlich kein Problem mehr darstellen. Seine HP betragen 1600. Du bist ein verdammt hartes Monster. Ich habe das ganze Magazin verbraucht, um den Dämonen zu beschwören. Jetzt das. Es reicht. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird sterben. Tja. Also dieser Boss sollte eigentlich für uns jetzt kein Problem mehr darstellen. Ja, irgendwo sogar leid fühlen. Aber er ist eben kein harter Gegner. Probieren wir einfach mal auf ihn drauf. Einfach mal so aus, Jux und Dollerbein. Matsyama auch, mal was ganz Neues. Aber da war ich, wird sogar ausgewichen. Und das war's. Wie kann ich gegen einen solchen Typen verlieren. So viel dann zu Giremekala und Sakahagi. Ja, ich steig mal wieder ein Level, ohne dass ich wahrscheinlich was lernen kann. Ist ja mittlerweile gang und gäbe. Der Körper fühlt sich taub an, ist mir jetzt eigentlich egal. Baihu lernt Fokus. Oh, Baihu lernt Fokus. Das finde ich doch sehr schön. Das kann man immer mal gerne einsetzen. Damit erhalten wir den Dahirono Himurogi. Allerdings scheint die Macht des Magatsuji zu fehlen. Ja, weil dieser Sack Giremekala beschwören musste. Blöder Typ. Ehrlich, ey. Meh. Alles seine Schuld. Ich war's nicht. Ja, ja, wir sind taub. Dafür habe ich ja die Null, die sowieso alles heilen kann. Hem. Okay, dann eben. Betäubung, so. Das war auf alle Fälle ein sehr vergnüglicher Kampf. Jetzt muss ich mal gucken. Wie kamen wir denn raus? Ja, die Pixies sind jetzt mittlerweile auch weg. Ah. Hä? War ich gerade? Ja,
Ich hatte einen seltsamen Traum. In meinem Traum war ich ein böser Dämon, Heho. Nein, das war kein Traum. Sakahagi steckte hinter allem. Wir waren von Sakahagi verflucht und auf unsere primitive Natur reduziert worden. Dragon, ich bitte dich um Vergebung für unsere Unhöflichkeit. Du kannst den Yahiro no Himorogi mitnehmen, wenn du wünschst, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Übrigens, bevor wir verflucht wurden, ist hier ein Menschenmädchen aufgetaucht. Sie wurde von Sakahagi geschlagen, hat es aber irgendwie überlebt und sich hinkend in Sicherheit gebracht, aber ich spürte eine teuflische Macht in ihrem Herzen, etwas, das noch stärker war als bei Sakahagi. Dieses Mädchen ist kein normaler Mensch. Oh, bitte entschuldige, das war vollkommen irrelevant. Wir werden uns nun verabschieden. Wir sind dir alle aus tiefstem Herzen dankbar. Bitte nutze den Yahiro no Himorogi gut. Ich soll ihn verschenken. Die Feen sind verschwunden. Aber nicht die Zufallskämpfe, wie man sieht. Also, wenn man hier noch leveln möchte, kann man ohne Probleme hier auch noch leveln. Ach so. Ich laufe gerade gegen die Kiste. Super. Aber ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt kaputt? Ja, toll. Durch die ganzen Türen gehen. Der Kagutsuchi nimmt sogar ab. Also werde ich einfach zur Truhe gehen, mir die Truhe so nehmen. Weil ich einfach faul bin. Und da ich faul bin, wird da wahrscheinlich nur ein Nebenstein drin sein oder sowas. Nein, aber egal. Oh, eine Lebensperle. Seht ihr, hat doch funktioniert. So, die Tür da führte mich wieder hinaus. Achso, ich muss ja eigentlich zu Frau Dingenskirchen. Schieß mich tot. Okay, ich gehe ja schon wieder andersrum. Aber gut, die Truhe haben wir geholt. Theoretisch könnte man jetzt auch eben jede Truhe holen, die man unter Umständen einfach nicht geholt hat, damit man den Pixies gut ausweichen kann. Ich denke mal, ich habe alle oder so gut wie alle, deswegen mache ich mir da jetzt keinen Kopf mehr drum. Aber obwohl ich Level 51 mittlerweile bin, will keine Titania mit mir gehen. Ich find's traurig, ganz ehrlich. Ich hätte jetzt schon gerne eine dabei gehabt, aber naja gut, kann man nicht erinnern. Dann gehe ich jetzt eben zum Speicherterminal, teleportiere mich zurück. Denn das offizielle Große ist ja auf der Seite, wo Frau Takao auf uns wartet. Und Frau Takao will ja den... wie hieß das jetzt? Ach Gottchen. Die kleine Dreieckspyramide da, so fertig. Da denke ich sowieso wieder drüber nach und bemerke einfach nur, dass unser Held scheinbar von allem keine Ahnung hat. Ich meine, er weiß nicht, wofür er irgendwas macht, er rennt einfach nur durch die Gegend und hilft anderen Leuten, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist, aber alle gründen Ideologien und wollen was von ihm und wollen ihn an die Gurgel und er denkt sich nichts dabei oder was, naja. Es freut mich, dass du in Ordnung bist. Ich habe es gespürt, als die böse Präsenz verblasste. Hast du es geschafft, den Yahiro no Himorogi zu besorgen? Kann man so sagen, muss aber nicht. Oh, also war das Magatsui bereits verbraucht. Dann hast du sicher nichts dagegen, dass ich ihn behalte, oder? Ja, mach halt. Das bringt mich einen Schritt näher an die Erschaffung meiner Welt. Meine Gottheit wird mir jetzt sicher die Ideologien lernen. Ideologien lernen. Lehren. Entschuldigung. Ja. Ah, oh, nicht schon wieder, oder? Jo. Freiheit ist die Klippe, die über den Abgrund aufragt. Das Tal des Todesschattens. Am Ende des Weges wartet das Grab auch auf den Sieger. Zeig mir dein Herz. Redet ihr jetzt mit mir? Na, der den Namen Freiheit trägt.
Wegen deines Namens wirst du die Last der Pest, des Schmerzes und der Lächerlichkeit tragen. Fürchtest du das Leid und die Schmach? Na, der den Namen Freiheit trägt. Wegen deines Namens wirst du ein Leben des Verrats, der Ablehnung und der Niederlagen führen. Fürchtest du die Täuschung, die Qualen? Nö. Geh und sehe die Welt mit deinen eigenen Augen. Verschiedene Mächte kämpfen um die Schöpfung. Du musst ihre Ideologien prüfen, sonst wird deine Welt niemals existieren. Schlage dich auf ihre Seite oder stell dich gegen sie. Nur dann kann deine Welt geboren werden. Denk daran, dass du... Sehet, eine neue Macht entsteht in Ikebukuro. Auch ich werde eine Macht sein, mit Hilfe dieser Frau. Denk daran, dass du das, dass du für das stehst, was richtig ist. Das ist meine Wahrheit. Und fertig. Wieder normal. Schön. Gut. Aradia, willst du mir immer noch nicht die Ideologie nennen? Was fehlt mir noch? Ich denke, es ist Zeit, dass ich gehe. Es führt zu nichts, wenn ich hier bleibe. Ich sollte selbst losziehen und mir ansehen, welche Art von Welt die anderen erschaffen wollen. Danke, Kommenta. Wir treffen uns sicher wieder. Ich hätte mich echt Kommi nennen sollen. Aber der Spitzname wurde mir eben leider erst später gegeben. Aber das käme in solchen Momenten irgendwie besser als Kommenta. Das klingt so sehr, sehr seltsam. So, Leute. Wir sollen uns also jetzt eigentlich nach Ikebukuro begeben. Ich werde jetzt aber erstmal speichern. Und wir sehen uns dann beim... Hab ich mit dem schon mal geredet? Ich habe gehört, dass es hier irgendwo eine nette Puppe gibt. Ach Mann, wo ist sie nur? Ich habe gehört, dass sie von hinten recht nett aussieht, wenn du verstehst, was ich meine. Oh mein Gott. Ich werde mich jetzt also erstmal ein bisschen wieder um Fusion kümmern. Und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shin Megami Tensei Lucifer's Call. Ich würde sagen, bis dahin auf Wiedersehen und tschüss, Leute.